Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir müssen den Typen noch beschatten. Oh, verdammt, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich da laufen soll. Das ist echt nicht so einfach gerade. Also das Spiel zieht schon an. Also da kann man auf jeden Fall davon reden. Aber ich weiß nicht, das Gebüsch hat uns überhaupt nicht beschützt gerade. Das wird also absperren. Und geh weiter, mach einen Abflug. So. Wir gehen jetzt mal hier entlang. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Das könnte gut sein, der Spot. Weil der geht ja, glaube ich, hier ins Haus rein. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Hast du einen Gang? Ja. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut er klar bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Jetzt geht er da entlang. Scheiße, ey. Alter, das war gerade sehr dumm. Meine Güte, ey. Also hier muss man schon ein wahrer Thief sein. Oder keine Ahnung. Es ist gerade fast schwerer als ein Thief. Hey Mann, du hast hier nichts zu suchen. Weil sie zu neugierig waren, Bro. Ich muss darüber. Ja. Weiter. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Vielleicht kann man das auch alles mit Kameras lösen. Ich versuch's mal. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck
Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. So, verfolgen wir den einfach mit Kamera. Vielleicht ist es auch so gedacht. Oh, Scheiße. Dann kann man ganz gut beschatten so. Was? Wie wurden wir jetzt entdeckt? Wir standen doch... Ja gut, vielleicht... Okay, diesmal probieren wir es mal komplett mit Kameras. Das geht vielleicht auch. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen es nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Ja, wir machen es jetzt komplett mit Kameras. Hahaha. Ich glaube, das funktioniert so mit Kamera ganz gut eigentlich. Wir bleiben noch auf der. Jetzt wechseln wir. Da ist er. Diesmal schaffen wir es, Leute, weil wir sind nicht auf deren Gebiet. Und somit können die uns auch nichts tun. Wir können den komplett mit Kamera verfolgen. Da muss man erstmal drauf kommen. Deswegen haben wir auch am Anfang es nicht geschafft. Vielleicht schafft man es auch so, aber da muss man schon ein ganz übler Gangster sein. Ganz übel. Rabbit, was geht? Ich habe was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert, ehrlich. Das werden wir ja sehen.
geht ab? Nichts, Bee. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, Bee. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Ach, bis hierher sollte man ihnen normal folgen. Und jetzt mit Hilfe von Kameras. Machen wir schon die ganze Zeit eigentlich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, Bee. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich. Ah, perfekt, Mann! Rabbits in Iraq beklaut. Wenn ihr das Feind seht, knallt ihn ab. Bin raus, Wies. Ihr macht das. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Briggs? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das nimmt kein gutes Ende. Vorwärts. Ja. Rücken vor. Das ist doch scheiße, Mann. Los, schnell. Okay. Das klappt nicht. Okay, jetzt. Okay. Los. Diesen scheiß Kerlburg werde ich umlegen. Jetzt, los. Verstanden. Ich will nicht sterben, Mann. Wir müssen den dorthin bringen. Okay, los. Das nimmt kein gutes Ende. Los. Kopf runter. Bewegung. Ja. Rücken vor. Das klappt nicht. Bewegung. Okay. Oh. Du Volldepp. Vorwärts. Okay. Das ist doch scheiße, Mann. Bewegung. Ich brauche eine andere Kamera. Wie komme ich auf eine andere Kamera, Leute? Ich will nicht sterben, Mann. Diesen scheiß Kerlburg werde ich umlegen. Okay, los. Ich hoffe, es funktioniert. Das nimmt kein gutes Ende. Hopp. Los, schnell. Gitter. Ich will nicht sterben, Mann.
Mann! Geht er noch weiter? Mal schauen. Los, los, Kopf okay. Runter. Diesen Scheißkerlburg werde ich umlegen. Rede. Geschafft. Also Iraq schickt Bad Bug zu den Breaks, um ihn zu erledigen. Hey, das ist eine verdammte Hinrichtung. Und er wird seine härtesten Jungs darauf ansetzen, das sage ich dir. Iraq will Bad Bug töten lassen? Ja, Mann. Wenn er sich nicht durchsetzt, ist er erledigt. Aber du kennst Bug, Mann. Komm schon, Mann. Er hat nicht die leiseste Chance. Ich wollte den Dummarsch nur warnen. Wo findet das statt? Jenna Brick Factory. The Bricks. Und jetzt machst du, was du gesagt hast. Nimm die 500 und verlass die Stadt. Rede nicht drüber. Hey, kein Ding. Versprochen. So, schön. Das Gebiet verlassen. Das machen wir. Wir hauen jetzt ab. Nicht gut. Wenn er getötet wird, verliere ich meinen Zugang zu Rossi Fremont. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bad Bug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Akt 2. Kein Job für Throne. Dann haben wir das auch beendet, die Mission. Sehr nice, sehr nice. Gutes Time. Ich muss mal wieder was aufwerten. Ich habe 13 Skillpunkte. Zusatzakku. Machen wir das mal. Oh. 5 haben wir noch, jetzt haben wir ein Energiefeld mehr. Oder mehrere Energiefelder mehr. Pyrotechniker. Machen wir das noch. Und das. Dann halten wir mehr aus. Beim Gefecht. Wing, dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir noch mal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treff dich dann da. Warum zum Fick ist jedes Fahrzeug, das wir nehmen, jetzt immer mit so einem behinderten Scheiß Alarm ausgestattet? Kann man das mal jemand sagen? Dann holen wir uns jetzt unser eigenes Auto mit Auto auf Abruf. So, das geht zum Glück gerade. Wir nehmen den wieder, oder? Oder mal den hier. Und wenn die jetzt auch einen Alarm hat, dann verstehe ich das Ganze aber eher nicht so. Muss ich ja gestehen, weil das ist jetzt wirklich ein Auto, das extra für uns angeliefert wurde. Und deshalb wäre das schon sehr subtil. Boah. Ghetto Blaster fallen gelassen. Wollt ihr mich verarschen? Du
Das kann doch nicht sein, Leute. Das ist doch ein Spielfehler. Bisschen Geld geholt. Ruhig, Mann. Bitte schieß nicht auf mich. Dann hau ab. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Schick eine Streife, der Typ hat eine Wumme. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach Flüchtigen. Ach, ist das nervig, Leute. Das ist ja mega ätzend. Alter. Ja, so eine Scheiße, Leute. Der auch, oder? Das ist doch scheiße. Kann ich mir jetzt nicht erklären. Naja, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.